Haben wir nicht eigentlich ein böses Digimon gesucht? Bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber wir waren doch dabei, ein böses Digimon zu suchen. Das ist jetzt nicht gerade das gewesen, was wir platt machen sollten, oder? Auch nicht gerade viel Geld. Das ist jetzt nicht gerade das, was wir... weil Royal Knight ist ja nun nicht böse. Royal Knight ist ja eigentlich nett. Sind ja eigentlich nette Digimons, also eigentlich die Gerechten. Sollte man zumindest meinen, dass das die Netten sind. Naja, ein bisschen Geld ist dann auch wieder drin, das ist auch ganz gut. So, dann kommt mal rüber. Ich will euch nämlich noch mit den Greymons fertig machen. Alle vier nämlich zusammen, das geht nämlich echt am besten. Und da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mal wenig Geld. Ich glaube, bei denen gab es auch gar nicht mal schlecht Geld. Die sind schon alle tot. Gut, die sind alle tot, hat sich erledigt. Na gut, 4000, aber gut, das durchgebratene Fleisch ist schon wertvoll. Gut, dann gehen wir ja doch nochmal. Ah, wir haben doch schon dieses Venomiotis-Mann haben wir besiegt. Ja, der ist in die Stadt gekommen. Na, das ist ja jetzt hier wieder ein Gelatsche. Oh. In den Häusern ist auch nichts, oder? Würde mich wundern. Ich glaube, in den Häusern war nie irgendetwas gewesen. Wenn ich jetzt hier reingucke, ist da, glaube ich, niemand, oder? Okay, es ist hier doch jemand. Barbamon, Leviamon und... Creepymon. Oh Gott. Okay, gut, dass wir nochmal in das Haus gegangen sind. Schlecht, dass wir aber nochmal in das Haus gegangen sind. Du bist es, dieser sorgelose Mensch, der angeblich die Welt gerettet haben soll. Es steht dir quasi ins Gesicht geschrieben. Halte dich für die personifizierte Gerechtigkeit, oder? Echt nervig. Ich bin Barbamon. Und ich bin Creepymon. Ich spüre köstliche Energie. Und das ist Leviamon. Wir gehören zu den 7 tödlichen Digimon. Du hast schon von uns gehört? Das reicht jetzt mit der Eigenwerbung, Barbamon. Wieso hast du es so eilig, Creepymon? Hör gut zu, Mensch. Wir sind wegen dir hier. Wir wollen, dass du dich uns anschließt. Damit würdest du weitermachen wie bisher. Nur quasi umgekehrt. Verstehst du? Wir nennen uns die 7 tödlichen Digimon und die fast Hälfte von uns sind hier. Alles klar? Gibst du auf? Ich will diese Energie fressen. Nun lasst mich schon. Leviamon kann's kaum erwarten zu kämpfen. Für den unvorstellbaren Fall, dass du uns schlägst, geben wir auf. Ja, von mir aus, komm. Das war wohl die ganze Zeit dein Plan. Also dann, Mensch, dann wollen wir sehen, wie hart du bist. Gegen 3 von denen habe ich doch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Einzeln okay. Einzeln okay. Zu dritt ist schon ein bisschen härter. Muss ich sagen. Zu dritt habe ich da ein bisschen mehr Schiss vor. Alter. Es waren gerade ein paar sehr viele Attacken. Das waren gerade ein paar sehr viele Attacken auf uns. Wir können die Exit-Digitation machen. Will ich aber nicht. Wir liegen ständig am Boden. Ist euch das mal aufgefallen? Ich höre die ganze Zeit nur Get up! Lass mich kurz überlegen. So, dann kommen schnell mal die Heilungsdisk ins Spiel.
gebe ich dir nochmal das. Oh, das gibt's doch nicht. Wir sind ständig in irgendeiner... in irgendeiner Phase. Das hier ist doof. Das ist doof. So, ist mir egal jetzt. Alter, wir kommen nicht dazu, irgendeine Technik zu machen, weil unsere Digimons perma auf dem Boden liegen. Die liegen permanent auf dem Boden, die beiden. So, leider haben sie jetzt nochmal die Steinwand da gemacht um sich. Weil dann mache ich doch, glaube ich, die Echse wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wa? Also wir können ja jetzt diese Attacke machen und dann können wir die Echse machen. Dann mache ich lieber nochmal die Echse-Digitation. Das ist für, das wird doch ziemlich knapp. Wir haben auch echt nicht so viel Geld zum Dinger kaufen. Und drei Stück, wir liegen halt permanent am Boden. Dann müssen wir jetzt halt nochmal wieder Shine Greymon EM machen. Nee, warte, Shiny Greymon. Ich betone extra das I. Derjenige weiß schon, warum ich das I betone. Ja, müssen wir. Vielleicht schaffen wir es ja mit denen. Ich meine, wir haben gut Damage gemacht, aber leider, ja. Ständig am Boden liegen ist halt auch scheiße. Da habe ich mehr Chancen, mit unseren letzten restlichen Heilungsdisken ihn jetzt hochzuholen. So, er sieht zwar echt nicht gerade sehr episch aus, aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Wir können da leider nicht. Sünde. Das sind nur 7000. Okay, jetzt machen die anderen erstmal. Können wir Barbamon machen? Ach ja, stimmt. Barbamon können wir, glaube ich, machen, ne? Na komm, mach was. Ich glaube, Leviamon bereitet sich gerade vor. Okay, doch nicht. Schade. Kamehameha. Ich dachte, Leviamon hat sich gerade vorbereitet. Jetzt bereitet er sich vor für den. Nee, doch nicht. Ah, Mano. Ich denke immer, der bereitet sich vor. Ich versuche das ja schon so ein bisschen abzuschätzen, wann die jetzt ihre Technik machen. Wir müssen Leviamon auf jeden Fall als erstes ausschalten. Leviamon ist wirklich der, den wir als erstes töten müssen. Und das aus Hauptgrund, weil er immer diese Rüstungsattacke da macht. Kannst du mal bitte weiter... Warum gehst du jetzt plötzlich auf ihn? Jetzt hast du Creepymon da rausgeholt aus seiner Starre. Er war nämlich gerade in der Starre gewesen. So. Ich hätte warten sollen, bis er das Ding da weg ist. Scheiße. Dann hätten wir mehr Damage gemacht auf Leviamon. Jetzt wäre sein Schild weg. Naja, die machen auf jeden Fall nicht sehr viel Damage auf uns. Das ist schon mal gut. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich finde es gut, dass Creepymon da hinten nur rumsteht. Das ist ganz angenehm. Das war zu früh gedrückt, das war doof. Ich gehe nochmal ganz kurz wieder Ziel wählen. Können wir die Technik gleich wieder machen, denn jetzt hat er auch kein Schild mehr drum, dass seine Abwehr erhöht ist. Bam, schon machen wir, ja, geringfügig mehr. So, wir haben hier, glaube ich, noch... Hier, geben wir ihm mal das hier, bitte sehr. So. Jetzt können wir ja mehr Angriff machen. Ich weiß nicht, ob das echt viel bringt. So, wieder du. Die anderen machen gar nicht ihre speziellen Moves, wa? Die anderen machen gar nicht ihre speziellen Moves. Jetzt geht er auf Barbamon, kann das sein? Ja, gut. Jetzt ist Barbamon tot. Gut, dann lass ihn gegen Barbamon gehen. Ich will einfach, dass du dieses blöde Leviamon jetzt mal langsam zusammenschlägst. Das geht so nicht. Das geht so nicht, mein Freund. Mach Leviamon platt.
Er ist schon fast tot. Und bring's zu Ende. Nein, Leviamon. Du hast ein Problem. Du. Leviamon ist dein Liebespartner, oder was? Jetzt hör mal auf das arme Creepymon, was da hinten rumsteht. Fertig zu machen. Das ist gemein. So, Attacke, ne? Würde ich sagen. So, das war Leviamon. So, jetzt können wir Creepymon, der da hinten sowieso nur rumsteht und backt, den können wir jetzt alleine fertig machen. Dann haben wir es ja doch geschafft. Sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Währenddessen steht er da hinten jetzt einfach rum und wir prügeln halt auf ihn ein. Das ist ja halt auch angenehm, ne? Kann man auch mal machen. Jetzt ist er auch weg, Creepymon, der da festbackte. 36.000 Geld und yeah. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Das kann nicht sein. Wir sind doch die sieben tödlichen Digimon, weißt du? Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden. Leviamon hatte offenbar auch noch nicht genug. Gib mir mehr Kampfenergie. Gib sie mir. Ich wünschte, ich hätte genug davon, aber es ist nicht... Aber ist es nicht. Egal, ob du dich uns anschließt oder wir uns dir. Barbamon, Creepymon und Leviamon haben sich der Stadt angeschlossen. Nice, wir kriegen die ganzen tödlichen Digimon in die Stadt. Ist bestimmt sehr vorteilhaft. Wer freut sich nicht über tödliche Digimon in einer friedlichen Stadt? Meine Güte. Man weiß ja, das sind einfach die nettesten von allen. Diese tödlichen Digimon. Gut, schön, geil. Sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Wir gehen zurück in die Stadt. Ich weiß sonst nicht, wohin. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Da freue ich mich wirklich. Das ist cool. Digimon ruft. Du bist zurück, Case. Neuigkeiten. Crusadermon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist sofort los, um sich den Raum-Zeit-Transponder anzuschauen. Wahrscheinlich will er es in eine andere Dimension. Leviamon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist zum Raum-Zeit-Transponder gegangen. Creepymon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist ohne ein Wort direkt ins Dimensionsviertel gegangen. Barbamon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist zum Raumzeit-Ding gegangen. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 180. Nice. 180. So, mein Freund. Ich berichte über Erkenntnisse. Wir haben Angreifer aus dem Unendlichkeitsgebiet. Im Turm, genau. In der nahen Ebene wurde beim Kraftwerk 2 ziemlich starke Digimon gesehen. Beim Kraftwerk, okay. Okay. Wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Da können wir ja wieder verbraten, weißt du? Heute ist ja kein Freitag mehr, aber wir können es trotzdem machen. Können hier nette Pilzsuppe für beide kaufen, dann leben die länger. Sollen wir? Oder sollen wir das hier? Gib mal nette Pilzsuppe, komm. Ich weiß, die ist verflucht teuer für beide. Können wir schon gar nicht mehr leisten jetzt. Sollen wir noch ein Regenbogengetränk dazugeben? Macht auch das Leben länger. So, das langt denen. Das macht das Leben auch länger. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt erhöhen oder so. Oder wie viel das allgemein bringt. Das kann ich gar nicht sagen. Ich hoffe aber, es bringt halt was. Das sind nicht nur jetzt irgendwie eine Stunde oder sowas. Das wäre ein bisschen bitter. So, es ist Nacht. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Und wir haben ein paar neue Digimons. Alter, das ist sehr gut. Dann gucken wir gleich mal. Sollen wir gleich mal zum Kraftwerk gucken? Ich meine, ich mag es nicht, wenn da steht, das sind zwei sehr starke Digimon. Da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, aber... Weil allgemein, wenn es mehr als eins ist, ist es immer ziemlich hart. Wir sehen die Kämpfe nämlich immer recht hart. Das hat man ja gerade gesehen bei den Dreier da. Wir lagen ja ständig nur am Boden. Gut, nachher hat Creepymon nicht mehr mitgemacht. Das zählt dann nicht mehr so ganz, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Es geht halt einfach ums Prinzip dabei. So, wollt ihr irgendwas? Nein? Okay. Mach ich weiter TP. Vielleicht kriege ich die ja sogar noch auf 70.000 TP. Wobei das mit, ja, 188, die wir hier bekommen, ja, schon ganz schöne Arbeit. Oh, sie haben Hunger. Ich fütter die mit normalen Kram. Ich will nicht wieder mein ganzes Geld verbradeln.
Wir haben derzeit nicht so wirklich Einnahmen. Here we go. Es sei denn, wir bekämpfen Digimons, dann haben wir genügend Einnahmen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe ja auch gehört, man sollte mal in die Dimensionen dafür gucken. Also die anderen Dimensionen und so, aber da habe ich ja bis jetzt noch gar nicht. Also waren wir nur in einer Dimension gewesen. So. Ihr wollt schlafen, okay. Ich glaube, das wollt ihr schon die ganze Zeit. Deswegen lege ich euch jetzt auch gleich schlafen. Instant schlafen legen. So. Das morgendliche Rumgeschreie, weil sie Hunger haben. Wie kleine Babys, ey. So. Schon sind sie wieder glücklich. Kein Gequäke und Gequäksche mehr. Ich will erstmal zur Börse gucken. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen unbedingt Kohle. 2400. Oh, Mann, oh. Was mir jetzt mal aufgefallen ist. Wir hätten das Geld nicht in das Restaurant stecken sollen. Wir brauchen Heilungsdisks. Und ich, alter Volldämel, hab mir keine Heilungsdisken gekauft. Ein paar können wir uns hier holen. 11 nochmal. Dann haben wir auch nur 37. Haben wir irgendwas Schönes zum Verkaufen? Wir hatten noch diesen einen Pilz gefunden, oder? Ja, das hier können wir zum Beispiel verkaufen. Weg, weg. Ja, kriegen wir doch noch ein bisschen Geld zusammen, wa? Dafür laufe ich jetzt nicht extra dahin. So, weg damit. Naja, ein bisschen haben wir ja noch. Dann können wir uns doch noch ein paar der Heilungsdisken hier holen. Nochmal wieder 5 Stück, dann sind wir schon bei 42, ist nicht schlecht. Kann man machen, 42 ist gut, ist gut, ist gut. Mir fehlt halt nur langsam das Geld für da hinten und so. Ich möchte halt gerne und ich bin glücklicher und so und yay und jubidai und so. Ich belasse es erstmal bei den normalen Sachen, ne? Da kriegt man ja auch ab und zu mal das seltene Zeug hier. Premium-Metalle und Stein. Premium-Flüssigkeiten. Okay, Premium-Flüssigkeiten interessiert mich aber, weil ich halt dieses Weihwasser haben will. Das war's schon. Okay, das war jetzt echt nicht viel Weihwasser. Na gut, egal. Alles perfekt, perfekt. Gut, okay. Zum Kraftwerk, genau. Wir wollten zum Kraftwerk gehen. Ich will mal sehen, was da für 2 starke Digimons auf uns warten. Ich denke mal, die machen wir auch fertig, wa? Das sind bestimmt wieder irgendwelche Royal Knights. Wen haben wir denn noch als Royal Knight? Wer fehlt denn noch als Royal Knight? Wir haben Crusadermon. Kentaurusmon haben wir noch nicht. Kentaurusmon haben wir noch nicht. Ulfors Vedramon? Ich glaube... Nee, haben wir glaube ich auch noch nicht. Ulfors Vedramon? Es sind aber so Digimon, von denen möchte ich... Also... Weißt du? Ja, Schiss. So, das Kraftwerk glaube ich führt da, wo die Stromleitungen hinführen. Wer fehlt denn noch an den... wen haben wir denn noch von den Royal Knights? Nicht? Haben wir... Doch, Galant... doch, wir haben, glaube ich... Doch, Galantmon haben wir in unserer Abteilung. Oder? Haben wir einen Galantmon in der Stadt? Müssen ja eigentlich. Weil einer von den beiden kann zu Galantmon CM werden. Also Crimson Mod. Oder Krimineller Mod. Oder ich weiß auch nicht, was das ist. Ich glaube, Crimson Mod heißt das sogar. Ich bin mir gar nicht sicher, aber... Ich glaube schon. Ich guck mal lieber erstmal auf die Karte. Hier ist nämlich keiner. Was? Achso, zu weiten Hof. Ich habe gerade irgendwas mit Weiß gelesen. Okay, hier ist keiner. Dann müssen wir zum Kraftwerk 2 gehen. Na gut. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise gehen wir jetzt nach Kraftwerk 2.
Hier ist leider kein Riesen-Nunemon. Das kann man immer so schön platt machen. Die Materialien hier sind einfach nur unnötig wie sonst was. Die braucht wirklich keiner. Das sind die anfänglichen Materialien. Ach ja, das waren auch Zeiten, wo wir hier mit unseren kleinen Leuten waren. Und wir unser erstes Champion hatten und unser erstes Ultra und den ersten Tod und das erste Mega-Digimon Mirage Gaogamon. Ach ja, das ist schon 150 Folgen her. mal bedenkt, jeden Tag kommen 30 Folgen. Wie viele Monate das sind? Cranamon und Kentaurosmon. Ach, die beiden mach ich mal. Die drei mach ich mal platt. Cranamon und Kentaurosmon sind hier. Und die beiden sind weg. Okay, es könnte hart werden, muss aber nicht. Könnte aber. Und wird es definitiv auch, aber es könnte. Okay, ja gut, wir stellen uns sowieso Cranamon und Kentaurosmon, wir stellen uns den sowieso. Ich bin Kentaurosmon. Und ich bin Cranamon. Wir sind gekommen, um deine Stärke, die diese digitale Welt gerettet haben soll, mit eigenen Augen zu erleben. Bitte kämpfe mit uns und zeig uns deine Stärke. Ja, von mir aus. Also gut, dann los.